So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2 mit Basti oder auch besser bekannt als Jamx. Hallo. Weil ne, weiß ich gar nicht. Basti oder Jamx? Ja, ja, beides gleich. Ja, irgendwie von euch als Basti. Wir managen gerade ein bisschen unser Inventar und ich habe gerade ein bisschen an der Bank rumgespielt, weil war voll, ne? Ich habe jetzt hier noch ganz viel Quark, den ich irgendwie mal verkaufen muss und ich muss mir auch wieder Verwertungskits kaufen, also muss ich statt mal eben suchen. Ja, jetzt ist irgendwie ein neuer Patch rausgekommen, dadurch sind ein paar Kleinigkeiten geändert, zum Beispiel kannst du das vielleicht auch zeigen im Erfolgsmenü. Und jetzt die Erfolge ganz anders gegliedert, also unter H und dann Erfolge, da sind jetzt ganz, ganz andere Erfolge drin. Tippsfenster, das habe ich ja noch nie gesehen. Gilde, seid gemeldet. Was ist denn mit Tipps? Ist ja lustig. Gegenstände und Ausrüstung. Ja, Erfolge. Wo waren sie denn da? Täglich und monatlich. Achso, die sind jetzt anders kategorisiert und so kalt. Genau, die sind jetzt anders kategorisiert, das heißt, man steigt ein bisschen besser durch, wie was funktioniert. Hatten für die mich. Vorher auch schon mehrere Stufen? Ja, ne? Ja, doch, klar. Stufen ja, aber nicht so schön gegliedert halt. Also man rafft jetzt genau, wofür was ist ungefähr. Also auch wenn man es täglich zum Beispiel Wiederverwerter, dann sieht man, wie weit man dabei ist, irgendwie ein bisschen besser. Also haben sie schon besser verändert. Gibt auch Entwickler, die schon einen Rückschritt gemacht haben, was sowas angeht, also... Schon ja, gut. Wobei Guild Wars irgendwie aus meiner Sicht immer schon relativ viele Funktionen hatte, die sehr komfortabel sind. Ja, das stimmt. So, das Amulett nochmal ausrüsten, dann kann ich noch hier diese Kacke wieder verwerten. Dann habe ich schon mal was für die Daily. Hier ist der Lederer. Ach, guck mal an. So, warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche mal was, wo ich kaufen kann. Da. Magisches Gespür. Beziehungsweise verkaufen. Kein Problem, lieber Theremias. Toll, Eier. So, wir haben Eier gefunden. Wow. Weg damit. Das brauche ich vielleicht noch. Das bräune ich. Das bräune ich. Das bräune ich. Die kann ich auch nicht brauchen. So. Ich brauche aber mal hier so Wiederverwertungskits, liebe Freunde. Gehen nämlich weg wie Brötchen. Da. Kann man einfach mal zwei. Ich noch genug hab. Ja, könnte man. Sollen wir denn dann die Quests weitermachen? Weil ich finde irgendwie, die geben relativ viel XP und wir sind da immer noch hinterher. Können wir machen, ja. Vor allem die nächste soll irgendwie so cool sein, habe ich eben ja gehört. Die müssen wir zwar zweimal machen dann, aber... Ja, irgendjemand hat mir mal erzählt, dass das eigentlich nicht nötig ist und dass man das dann zusammen machen kann, aber ich hab's auch nicht ganz gerafft. So, Wiederverwertungskit, wo kann ich das denn kaufen hier? Also ich hab meins hier unten gekauft. Das hier war die Eierkauffrau. Hier. Ah, okay. Ah ja, okay. Perfekt. Eier. Hat er doch schon gesagt. So. Erstmal Feuerwerk. Achso, Feuerwerk, genau. Ich weiß gar nicht genau, ob das Drachen-Event jetzt überhaupt noch gilt. Irgendwie sieht es wieder hier relativ normal aus, muss ich sagen. Ja, ich muss halt Feuerwerk ja loswerden. Aber klar, mach du ruhig Feuerwerk. Siehst du den Skin hier von dem Bogen? Ja, oh, der sieht ja cool aus. Ja, den konnte man sich da... ich glaube, sowas müsstest du eigentlich auch im Inventar haben. Ein Skin, hier Waffenskin für die Schwarzlöwen. Du meinst dieses Ticket oder was? Ja. Ja, so eins habe ich. Soll ich dir zeigen, wo man da hin muss? Ich hab's nämlich auch erst nicht gefunden. Warte. Ich suche gerade das Ticket. Habe ich das jetzt auf die Bank getan? Ne, da ist es. Alles klar. Ja, komm, dann. Hier, warte mal. Gilt der denn dann nur für die Waffe? Oder kannst du den auch wieder. Also, ich glaube, der gilt dann erstmal nur für die Waffe. Du kannst ja dann auch entscheiden, ob du den dann auf die. Oh, warte, die... dann muss ich nochmal kurz in die Bank. Dann weiß ich, wofür ich den nehme. Okay, dann mach. Die Legion. Dann nehme ich den nämlich hierfür. Der Bogen ist nämlich für Stufe 79. Okay. Vielleicht tausche ich den da nicht so schnell. Ach ja, Spaß an der Freude. So.
Dann hier hinten zur Schwarzlöwentruhengesellschaft. Ich folge dir unauffällig. Ich könnte mal Rennen anmachen, dann bin ich ein bisschen schneller. Zack. Hier. Ah. Da musst du, dir aus der zweiten Dings da was auswählen. Das ist dann wahrscheinlich Hornbogen oder. Ja, Skin für Dings der Skin Hornbogen. Für Windhelm und so weiter. Skin Sonnenfinger, Blitzfinger. Aha. Jade Waffen des Drachen. Genau da. Genau dafür hast du ja wahrscheinlich auch den Gutschein. Ja. Ja. Und dann musst du dir den Hornbogen, glaube ich, auswählen. Seid ihr sicher, dass ihr es kaufen möchtet? Ja. Zack. Ja. Dann haben wir den jetzt. Irgendwo im Inventar. Ich schätze mal, der hat den. Da ist er. Wenn du den verwendest, dann musst du halt den anderen Gegenstand da rechts reinziehen und dann wird er darauf angewendet. Mal anwenden. Zack. Erhöht die verursachte Dauer von Kühle. Hammer. Ah ja. Jadehornbogen des Drachens der Kühle. Hm. Aber so Wolken ja am Ziel schafft. Ah, dann muss ich nur Level 79 werden, dann können wir ihn benutzen. Ach ja, ich spare mir die dann einfach auf hier. Der ist eh legendär. Also das ist ein legendärer Bogen, den ich habe. Und dann. Boah. Wo müssen wir dann hin? Wo ist denn das? Ah, das ist hier sogar direkt ein Löwenstein. Mhm. Das aber ich habe da leider keinen Port. Ja, Moment, das ist bei mir ganz woanders. Was, bei dir nicht ein Löwenstein? Ich habe hier schon wieder so ein Portal. Schlacht auf der. Ach doch, Schlacht auf der Klaueninsel. Das ist da bei Fort Mariner. Wo du hin bist. Fängt das bei uns dann auch am selben Punkt an? Ist ja witzig. Ja, aber ich schätze mal, wir gehen jetzt in die Instanz, wa? Hm? Ich schätze mal, wir gehen jetzt da in die Instanz. Würde ich auch sagen. Boah, wenn wir da mal Credits für kriegen würden, ja. Hab's mir nur gekauft wegen dir. Hui. Achso, haben sich Leute Guild Wars gekauft dafür oder was? Ja, haben schon super viele geschrieben. Ihr habt nur wegen dir Guild Wars oder nur wegen euch Guild Wars gekauft. Wenn wir da mal jedes Mal irgendwie 5 Euro für kriegen würden. Ah, dann wäre aber auch dekadent. So. Wo ist die Scheiße denn? Jetzt bin ich schon dran vorbei. Ah, ich bin schon dran vorbei. Ja, ich würde gerne erstmal da runter. Und den Wegpunkt holen. Oh oh. Körper. Ach, war nur 2000 Damage. Das ist ja nichts. So, und dann hier. Da ist es. Zack. Ja, dann machen wir erst eine. Schlacht auf der Klaueninsel. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt geht die Luzi ab. Boah, das Bild sieht richtig geil aus. Erinnert mich an Witcher ein bisschen. Hab ja mal auf Holz geklopft, ne? Den Fehler hier mit kann nicht connecten hatten wir ja nicht mehr. Oder ich zumindest nicht mehr. Perfekt. Das entdeckte Monster war nicht lang in Löwenstein. Vielleicht da ist er. Noch Zeit. Auf zum Wachkommandanten. Überzeugen wir ihn, die Abwehr bereit zu machen. Also ja. Los. Lol. Das war ja jetzt weit. Mm-mm. Oder folgt er mir jetzt? Mm-mm. Ach, der folgt mir. Ich dachte, er rennt halt vor zum Wachkommandanten und rennt so einen Meter. Tüte Eis. Der Nekromant kommt hier alle paar Monate durch. Auf dem Weg nach Orr. Ist mir nicht geheuer. Okay. Ist mir nicht hier heuer. Den kennen wir ja auch schon. Da ist er doch. Na? Ich habe die Situation gründlichst studiert. Ach, der da, ja. Die Orianer werden hier angreifen, auf der Klaueninsel. Ich wette, der verarscht uns. Wie immer. So, Wachkommandant Talon.
Traherne, lange nicht gesehen. Ihr kennt euch mit Orr aus. Habt ihr unterwegs Hinweise auf einen Angriff gesehen? Habe ich. Ja, die Clowninsel ist in großer Gefahr. Dank dem Mutterbaum, dass ihr auch hier seid. Das war ja ein tiefgründiges Gespräch. Unfassbar. Danke, dass ihr euch mit uns trefft, Wachkommandant Tellen. Wir haben schlimme Nachrichten. Einer von Saitans Dienern ist in die Stadt eingedrungen. Wir haben ihn vernichtet, aber die Kreatur war wohl nur der Speer einer größeren Streitmacht. Ein Angriff steht kurz bevor. Ein was? Das ist extrem unwahrscheinlich. Wir haben keine Anzeichen für einen Angriff bemerkt. Wenn es einen gäbe, würden wir es wissen. Seid ihr das, Vorgal? Freut mich, alter Mann. Kämpft ihr immer noch für die Wachsamen? Traherne, beim Schatten der Schneeleopardin, ihr seid Balsam für meine tränenden Augen. Oh, wir werden ein bisschen philosophisch. Mit euch an unserer Seite haben wir noch eine Chance. Ich möchte euch meinen Partner vorstellen. Er gehört zu den tapfersten Kriegsmeistern des Ordens. Das ist Traherne, ein Erstgeborener der Silvari. Er ist Tirias führender Gelehrter zu den Themen Saitan und Orr. Ich habe jahrelang versucht, ihn für unsere Sache zu gewinnen. Kommandant Tellen, ich kann Ihre Information bestätigen. Saitans Diener sind tatsächlich im Anmarsch. Eine Flotte Totenschiffe ist von der Meerenge der Verwüstung aus in See gestochen. Die auferstandenen Segeln getarnt. Was ihr da auch gesehen habt, es kann keine Bedrohung sein. Die Clowninsel hält jedem Angriff stand. Ihr solltet mit Brack und Mira sprechen. Wenn ihr unsere Verteidigungsanlagen gesehen habt, dürfte euch klar sein, dass es nichts zu fürchten gibt. Alter Bücherwurm, sag mir, dass ihr wisst, wie man diesen Angriff abwehrt. Wen soll ich warnen? Ich bin nur gekommen, um zu warnen. So wie den Unterkonstabler Brack. Was ein toller Name. Wir brauchen eure Wo ist er denn? Da. Gut, dass ihr hier oh, der ist ja süß. Hallo! Seid wachsam. Die Orianer planen einen Großangriff auf die Clowninsel. Sagt Wachkommandant Tellen, die Feuerstellungen sind bereit. Die das hört sich gut an. Auf der Clowninsel hat mehr 24 Pfünder als ein Kriegsschiff. Wir werden bereit. Das sieht man. So. Und jetzt? Seht nach Unterkonstablerin Mira. Sie befehligt die Strandpatrouille. Ich würde gerne hier mit dem Katapult weggeschossen werden. Das wird kein einfacher Ausritt. So. Das wird Abmarsch. Hä? Wo bist du hin? Alter. Hui. Unterkonstabler Mira. Hallo Mira. Willkommen zur Strandpatrouille, der gefährlichsten Truppe hier. Ein massiver Angriff aus Orr steht bevor. Ihr müsst eure Soldaten vorbereiten. Sollten wir fallen, sollen wir die drei Signalfeuer entzünden, damit Löwenstein weiß, dass die... Hallo, schöne Frau mit der komischen Frisur. Sie haben 100 Jahre lang nicht gebrannt. Wir sind sehr stolz darauf. Der Typ da vorne hat einen Schirm auf dem Rücken. Gebt Alarm! Es sind Untote am Start. Wenn es tatsächlich eine Invasion gibt, brauchen wir... Tötet die Auferstandenen. Jawohl's. Ja, sicher. Geht die Feier. Sache. Yeah. Das sind ja wieder gar nicht viele. Aua. Alter. Nicht auf mir rumhacken, du Penner. Hau ab. Ich hab keine Chance. Piu, piu. So schon mal gar nicht. Entspannt. Traherne, sagtet ihr nicht, es käme ein bedeutender Angriff? Ein Scheinangriff. Sie prüfen unsere Abwehr. Da kommt noch mehr. Bald. Leuchtet ein. Geht zu Wachkommandant Tellen. Alle sollen sich bereit machen. Okay. Ein Detailbericht über die Schlacht. 25 Jahre lang. Ja, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ich musste selten gegen sie kämpfen. Glaubt ihr, der Kommandeur wird jetzt auf uns hören? Das ist eine gute Frage. Mein ganzes Leben fühlte ich mich zu Orr hingezogen. Hast du gefunden? Oh, ich glaube, hier geht's nicht Meine lang. Wilde Jagd ist es, okay. zu heilen. Ich komme hier nicht mehr raus.
Was machst du denn da? Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Ich muss nochmal zum Strand. Ja, sehr gut. Derweil suche ich dann mal hier. Der Held den schwimmt erstmal. Ja, wo geht's denn da wieder hoch, ey? Erstmal dumm einstellen, 2.0. Da ist ein Tor. Das ist auch ganz schön weit. Mein ganzes Alter. Leben fühlt mich zu Ohr hingezogen. Meine 3 Stunden unterwegs. Das Land zu heilen. Ich habe dich gewählt. Sagt ihr Bescheid, das muss schnell gehen. Forschung wissen wir immer noch nicht, wie wir sie besiegen sollen. Ich bin schon da. Warte mal, das hier brauche ich jetzt nicht, wenn die gleich wieder alle ankommen. So. Musterschüler. So. Sagt der Wachkommandant Talon, ja. Hat uns ja kaum außer Atem gebracht. War das alles? Da kommt noch mehr, viel mehr. Beobachtet das Meer. Ihr seid Gelehrter, kein General. Warum sollten wir euch vertrauen? Sie greifen die Festung an. Oh, weil du ein blöder Bob bist, ey. Feind im Anmarsch. Da bin ich ja mal gespannt auf die 30 Milliarden Schiffe. Ach du Scheiße. Sie haben die Mauer. Das ist hier, Davy Jones. Ja, wo ist der? Da ist der Kraken. Ja. Und auf ewig wirst du an dieses Schiff gebunden. Verteidig den Wall gegen die Abscheulichkeiten. Alter! Ach du Scheiße. Hihihi. Ich kann dich von hier unten beschießen. Moment, da wir weg sind, kann ich ja besser den hier nehmen. LOL, Alter, what the fuck? Bist du hochgelaufen? Ja, ich bin oben. Kannst auch von hier unten schießen. Ah, du kannst da oben gar nichts machen. Nein, nicht rechts zur Treppe gehen auf. Alter. Wumms. Oh, was ist denn das hier für ein Nebel? Okay, war frech. Da hinten ist noch eine. Ach, da ist noch eine. Ja, aus der Reichweite. Schieß. Oh no! Wieder zum Strand! Mira, du geile Schlampe, ey. Ich komme. ja. Aua! Wo kommst du denn her, du Penner? Mich. What the fuck? Was ist das für ein Zombie? Das ist ja riesig. Link und sicher. So, kein Problem. Jo, erstmal Agro alle auf mich ziehen. Hammergeile Idee. Ich habe auch was mitgebracht. Ach du Schande. Ey, da sind so rote Kreise. Piu, piu. So, jetzt heizen wir einfach mal so einen Pfeil hier rein. So. Ach du Kacke. Oh, rote Kreise, rote Kreise. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich denke, man haut ihn. So. Man haut ihn hier so zurück. Piu, 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 piu. Alter. Da kommt schon wieder so ein Hampel. Verzieh dich. Ah, macht er ja auch. Das ist immer so ein bisschen meckern. Ich bin dahin. Wohin? Das sind aber ganz schön viele. Wie viele da noch kommen, da kommen noch welche nach. Oh, nein, ich kann die Fähigkeit noch nicht benutzen. Komm schon. Ja, du sollst doch weiterschießen. Stehe ich im Kreis oder nicht? Die nehmen teilweise gar keinen Schaden, die da stehen. Wenig. Oh fuck, ich stehe irgendwie im Kreis. Ich will nicht in den Stiefel kreisen.